Die Unzufriedenheit der Protestler in Sand war nicht nur deutlich zu lesen, sie war auch gut zu hören. Mit einem Protestmarsch zum Bad Emstaler Rathaus machten rund 30 Eltern mit ihren Kindern dem Ärger über die Erhöhung der Kindergartengebühren Luft. Das Bad Emstaler Parlament hatte beschlossen, die Gebühren ab dem 1. August dem Einkommen der Eltern anzupassen. Bis zu 418 Euro kann ein Ganztagesplatz dann kosten, anstatt wie bisher 101 Euro im Monat. Also unsere Forderung ist einfach, also eine Kostenerhöhung ist legitim. Wir sind alle bereit, gerne mehr zu zahlen, wenn es aber im angemessenen Rahmen ist. Ich sag mal, wenn jeder so 50, 60 Euro mehr bezahlt, denke ich mal, bezahlen wir alle gerne, weil die Gemeinde ist halt nun mal sozusagen pleite. Aber diese drastische Erhöhung, das kann kein Mensch zahlen. Ja, also Bürgermeister Pfeiffer, er wirbt ja auch auf seiner Internetseite, dass er halt ein kinderfreundliches Bad Emstal haben will oder ein freundliches Bad Emstal, wo man sich wohlfühlt. Aber genau das Gegenteil ist mittlerweile eingetreten. Uns wird alles genommen. Es ist mittlerweile ein kinderunfreundliches Bad Emstal.